Mist! Verdammt! Wer ist da? Stehen bleiben, sonst schießen wir. Wir sind bewaffnet. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Hier sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hättest du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht meinetwegen, wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Was wissen wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Vielleicht leben sie noch. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse waren so laut. Und jetzt hört man gar nichts mehr. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? Warum kommen sie dann nicht zu uns? Vielleicht kommen sie ja bald. Lass uns einfach warten. Glaubst du, die haben... Los geht's. Wir erledigen sie später. Halt dein Maul, Miststück. Hilfe! Hilfe! Genug gejammert. Es kommt niemand. Also, Kumpel, du nimmst sie zuerst, weil du gewonnen hast. Ich schiebe Wache. Okay. Hey. Na los, Miststück. Mach die Beine breit. Bitte! Nicht! Nein! Du verfickter Ziege! Glaubst wohl, du wärst zu gut für uns, was? Nein! Bitte! Hilfe! Bitte! Ah! Ruhe, Miststück! Ja! Was? Hey, Jungs! Wie läuft's denn so? Braucht ihr da Hilfe? Das! Was dauert das denn so lange? Was ist das denn? Hey, du Blödmann, komm raus! Ich weiß, dass diese Scheiße nicht von alleine hierher gekommen ist. Ich hab dir gesagt, du sollst rauskommen. Mach es nicht noch schlimmer! Das war ja eine komische Szene. Was zum Teufel machst du da so lange? Wir haben bereits alles durchsucht. Hier ist viel Scheiße passiert. Könnte sein, dass wir... Gebt mir Deckung! Macht es doch gewollt! Ihr werdet hilft alles nichts. Arbeiten!
den Scheißer festgesetzt. Ja. Bitte, löse meine Fesseln. Ich halte es nicht mehr aus. Danke, Mann. Mach jetzt meine Fesseln an. Na los! Bitte, löse meine Fesseln. Ich halte es nicht mehr aus. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, ich wäre erledigt. Die haben alle noch Lebenden mitgenommen. Die Kinder, die Frauen. Ich schiebe den Schienenwagen, damit du durchfahren kannst. Wenn du ihnen folgst, dann pass im Techniktunnel auf. Ich habe gehört, wie die Banditen über eine Falle dort gesprochen haben. Los geht's. Lasse, die Jungs kommen. Was hat denn da so lange gedauert? Scheiße! Scheiße! Bis zum nächsten Mal. Achtung, wir haben Gesellschaft. Verdammte Scheiße. Die haben sehr gute Ausrüstung. Rücken wir ab. Schön langsam. Dafür kriege ich dich. Männer, dafür kaufen wir uns dieses Miststück. Das war's jetzt, ne? Nein. Sorry. Kurz rausgeflogen. Wollte ich den Motor aufheulen lassen und dann sowas.
Wabanga! Okay, so kommen wir anscheinend nicht durch. Schauen wir mal in diese... Oh. Ich glaube, wir müssen gar nicht hier hin. Oder sollen wir es nochmal mit Schmackes probieren? Sieht aus wie eine Falltür. Ich bin mir nicht sicher. Los geht's. Das klappt nicht. Hier geht's auch nicht lang. Mann, Metro. Anscheinend müssen wir dort lang. So. Ich wusste es. I knew it. I knew it. Was ist los mit dir? Du wachst dich!
Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzen durchlassen, kriegt er uns am Arsch. Ohne Scheiß. Dann lass uns gehen. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? I am not a king, I am not a god, I am...